Mir gesagt gar nicht. Oh. Nein.
Ja, jetzt, ja, jetzt nehme ich aber 5 Euro, ja. Ja, ich war ja derjenige, der nicht gespendet hat. Ja, ist klar. Wahrscheinlich verbrannt, ja. Starke Schmerzen. Ja. Ansonsten, sie sollen am Essen haben. Ich weiß nicht, wie wir sie aus dem Bambus kriegen sollen mit kaputten. Ja. Der Flughafen Dortmund ist verpflichtet, alle 2 Jahre entsprechend internationaler Vorschriften und europäischer Vorschriften eine Luftnotfallübung abzuhalten. Das haben wir heute gemacht. Um das möglichst reell darzustellen, haben wir hier die Kollision von 2 Luftfahrzeugen simuliert. Das eine Luftfahrzeug war ein, sag ich mal, Kleinflieger mit 2-3 Personen an Bord und ein Großflieger mit ca. 40 Personen an Bord, und die wurden einmal durch einen Flugunfallwrack und einmal durch eine mobile Trainingseinrichtung dargestellt. Wer schreibt diese Übungen vor? Vorschreiben tut es die Europäische Luftfahrtkommission, die EASA. Was war in dem Szenario jetzt eine Schwierigkeit da? Als Schwierigkeit? Ja gut, Luftnotlage ist immer eine Schwierigkeit schon an sich. Wir hatten ein brennendes Triebwerk, eine brennende Undercarriage, also Fahrwerk des Flugzeugs hat es gebrannt. Es hat im Flugzeug gebrannt. Es mussten Personen aus dem Flugzeug gerettet werden. Es mussten Personen außerhalb betreut werden. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Wie war das einsatztaktische Vorgehen? Das einsatztaktische Vorgehen? Es ist eigentlich immer das gleiche einsatztaktische Vorgehen. Man geht erst auf den Schutz der Hülle,
um die Überlebensbedingungen für die Flugzeuginsassen sicherzustellen. Dann beschäftigt man sich mit dem Feuer. Es wird gelöscht und dann geht man ins Flugzeug und holt die verbliebenen Passagiere, die sich nicht selber retten konnten, wieder aus dem Flugzeug. Ja, Vorschriften. Also wir haben durch die EASA die Vorschrift, dass wir innerhalb von 3 Minuten an jedem Punkt des Flugfeldes sein müssen. Diese 3 Minuten haben wir eingehalten. Dann müssen wir gewisse Löschwassermengen aufbringen. Und dann dürfen wir das Flugzeug nicht eher bewegen oder den Luftverkehr wieder aufnehmen, bis die Bundesflugunfallermittlung nicht da war und die Einsatzstelle wieder freigegeben hat. Also wir sind ein Flughafen der Kategorie 7. In diesem Fall haben wir hier 2 Flugfeldlöschfahrzeuge, die jeweils 13.500 Liter Wasser haben und nochmal jeweils 1.500 Liter Schaummittel. Ja, also man kommt auch von dem Bereitstellungsraum, wird man hier zur Einsatzstelle zugeführt. Da hier angenommen wurde, dass hier sich tagsüber noch ein Flugbetrieb befindet, wird man von einem Follow-Me-Fahrzeug zur Einsatzstelle beordert, meldet sich dann bei seinem Einheitsführer und der Einheitsführer, der für einen zuständig ist, weist einem einen Einsatzabschnitt zu. Und dementsprechend wird es noch eine Zuteilung der Fahrzeuge an eine andere Stelle geben. Und dann setzen wir die Kräfte entsprechend ein. Ja, also man kommt auch von dem Bereitstellungsraum, wird man hier zur Einsatzstelle zugeführt. Da hier angenommen wurde, dass hier sich tagsüber noch ein Flugbetrieb befindet, wird man von einem Follow-Me-Fahrzeug zur Einsatzstelle beordert, meldet sich dann bei seinem Einheitsführer und der Einheitsführer, der für einen zuständig ist, weist einem einen Einsatzabschnitt zu. Und dementsprechend wird es noch eine Zuteilung der Fahrzeuge an eine andere Stelle geben. Und dann setzen wir die Kräfte entsprechend ein. Genau, die Patienten werden in dieser Patientenablage erst versorgt. Im Hintergrund werden freie Bettenkapazitäten in umliegenden Krankenhäusern abgefragt und eventuelle Notfallpläne in den Krankenhäusern hochgefahren, um genug Personal dazu haben. Und sobald eine adäquate Erstversorgung stattgefunden hat, werden die Patienten dann in die Krankenhäuser von hier aus in die Krankenhäuser zugeführt.